YouTube Deutschland, herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr werdet mit Sicherheit noch nicht viel davon mitbekommen haben, aber wie ihr eventuell gelesen habt, ist Sledgehammer Games aktuell dabei, neue Designer, Mediendesigner, Spieleentwickler und alles Mögliche einzustellen. Von November 2020 bis jetzt März 2021 hat Sledgehammer Games über 150 neue Mitarbeiter eingestellt. Und jeder ist natürlich komplett davon ausgegangen, dass sie das machen, weil sie am neuen Call of Duty sitzen. Und aktuell halten sich auch die Gerüchte, dass das neue Call of Duty 2021 von Sledgehammer Games kommt. Und darüber habe ich schon einmal ganz kurz berichtet. So wie es aussieht, wird es wieder Richtung Zweiter Weltkrieg sein. Eventuell in der Zeitspanne nach dem Zweiten Weltkrieg, eventuell dann Richtung Koreakrieg oder. Welche genaue Zeitspanne das ist aktuell noch nicht sicher. Heute wollen wir aber nicht darüber sprechen, wie das neue Call of Duty aussehen wird, denn wir wissen alle, wenn Skill-Based Matchmaking dabei ist, was dabei sein wird, ist es eigentlich egal, wie das Game designt wird, es wird sich immer gleich anfühlen. Jede Runde wird dasselbe sein. Jede Runde steht jeder von uns bei 30 zu 30, 22 zu 20 oder 19 zu 18. Nein, es gibt einen neuen Leak und diese Leaks, die es dazu gibt, die möchte ich euch heute gerne präsentieren und so ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen dem, was jetzt gleich auf eure Ohren kommt und das, was man aktuell schon testen kann, um zu gucken, kann sich Call of Duty bzw. Activision etwas davon abgucken. Das Kernthema von dem Ganzen ist Warzone Mobile. Das Gerücht, dass Warzone Mobile erscheinen soll, das hält sich schon seit längerer Zeit, aber bisher war da überhaupt nichts konkret. Keiner hat wirklich gewusst, welches Entwicklerstudio daran arbeiten würde. Niemand hat gewusst, was für ein Release-Datum das Ganze haben würde. Das Einzige, was eigentlich nur sicher war, nach dem unglaublich großen Erfolg von COD Mobile, was ein ziemlich beliebtes Spiel anscheinend ist, was auch sehr gute Sachen verbindet. Maps aus verschiedenen Ehren oder aus verschiedenen Äras oder wie auch immer die Mehrzahl davon ist. Und wirklich Fan-Favorite Maps, Fan-Favorite Weapons. All diese Sachen vereint COD Mobile und Warzone Mobile ist jetzt der neue Schritt von Activision, um wieder auf dem Markt etwas Neues raufzubringen. Warzone, ihr wisst es, steht kurz davor, mit der Verdansk-Map abgelöst zu werden, nach über 15 Monaten mittlerweile. Und wir kriegen eine komplett neue Map. Und die Leaks bekräftigen sich aktuell gerade, was so True Game Data gesagt hat und was Robert Henderson gesagt hat. Warzone Mobile ist geplant aktuell, dass es released wird, gleichzeitig mit der neuen Warzone Map. Das macht insofern auf jeden Fall schon Sinn, dass es unsinnig wäre, wenn man Warzone, die alte Map, auf dem Handy spielen kann für eine Woche oder zwei und dann eine neue Warzone Map kommen würde. Das heißt, die neue Warzone Map wird kommen und relativ zeitgleich kommt Warzone Mobile. Und bevor man jetzt irgendwie drüber nachdenkt, wie Warzone Mobile sich dann nachher erspielen könnte oder, sollte man drüber nachdenken, was macht Warzone aktuell gut? Was macht vielleicht vergleichsweise Battle Royale Mobile sonst gut, was nichts mit Activision zu tun hat? Und darüber müsste man dann eigentlich zu Tencent Games rübergehen und zu PUBG Mobile. Und wir wollen heute ein bisschen vergleichen, was Activision sich unbedingt drüben abschauen sollte und was sie eventuell anders machen sollten, damit Warzone Mobile für alle die von uns, die mit dem Smartphone gerne zocken, auch irgendwie interessant sein könnte. Und um so ein bisschen das Feeling von jedem Einzelnen von euch zu bekommen, habe ich auf Twitter vor einer Woche eine Umfrage dazu gestellt. Ich habe im Prinzip gefragt, nennt mir oder sagt mir, was findet ihr gut an Warzone, was findet ihr schlecht an Warzone. Und die Meinungen sind relativ verschieden, aber Kernpunkte sind bei fast jedem gleich. Und ich möchte euch gerne jetzt einmal hier drei Punkte vorstellen, die für mich relativ deutlich zeigen, in welche Richtung Warzone Mobile nicht gehen sollte, was PUBG Mobile deutlich besser macht. Die ersten drei Punkte, die hier als negativ auszulegen sind, bei denen Warzone Mobile mit Sicherheit, wirklich mit Sicherheit nicht die gleichen Fehler machen möchte, das Waffenbalancing. Wenn man zu PUBG Mobile rüberspringt, sieht man, dass da verschiedenste Waffen die Meta begründen. Das heißt, man hat, um in PUBG Mobile als Beispiel einen Sieg zu holen, 7 bis 9 verschiedene Waffen, die man aufnehmen kann, die man irgendwie sammeln kann, die dafür sorgen, dass das Erlebnis für einen gut ist, weil man eine Waffe hat, die gut ist. In Warzone ist das seit einem Jahr eigentlich ein anderes Thema. Erst hatten wir die Grau, dann gab es irgendwann die M4, dann gab es wieder die Grau und die MP5. Dann, wenn wir jetzt mal weiterspringen, war es dann die DMR. Nach der DMR ist es aktuell die FFAR. Jedes Mal mit den neuen Updates sorgen die Spieleentwickler von Raven Software dafür, dass in Warzone eine neue Meta zustande kommt und diese Meta ist dann wieder für wochenlang die einzige Waffe.
Schaut euch doch mal, wenn ihr 2 Stunden Warzone spielt und das Gehirn euch das erlaubt, dass ihr das schafft. Schaut euch mal an, welche Waffen die Leute, wenn sie ihre Loadouts haben, in Warzone spielen. Ich persönlich komme nur noch in Diamant-Lobbys und spiele nur noch gegen Rose-Skins, diese schwarzen Skins. Und jeder Gegner hat eine MAC-10, Diamatti und dazu eine FFAR. Variabilität, was Waffen angeht, gibt es da nicht mehr. In PUBG Mobile ist das deutlich besser gemacht worden. Ihr könnt wirklich fast die schlechteste Waffe spielen und habt trotzdem eine Chance. Ein großer Vorteil bei PUBG Mobile ist auch, dass ihr kein Skill-Based Matchmaking habt. Das heißt, das Matchmaking dort setzt euch eher mit Leuten zusammen, die auch mal schlechter sind als ihr und auch mal besser seid. Aber es ist ein wirklich gesunder Mix und Warzone Mobile sollte sich genau diesen Mix angucken. Weg von Skill-Based Matchmaking, vor allen Dingen nicht auf einem Smartphone. Niemand will, wenn er sein Smartphone eine Stunde entspannt in die Hand nimmt, mit Skill-Based Matchmaking gegen die schlimmsten Smartphone-Spieler spielen, die sich dann an das Smartphone noch ein Headset aufsetzen, noch einen Controller anschließen, ein Stirnband umsetzen, eine Sonnenbrille und so tun, als wenn sie Dr. Disrespect wären. Die Leute sollen und wollen auf Smartphones entspannt spielen. Der ganze Bildschirm von dem Smartphone ist schon gar nicht groß genug, dass ihr da wirklich, ich sag mal, schwitzen könnt. Das Ganze soll just for fun sein. Mal eine Stunde, wenn ihr auf den Bus wartet, eine halbe Stunde. Wenn ihr irgendwo mal rumsitzt, Pause habt oder. Wenn man an der Konsole sitzt oder am PC, ist das eine andere Nummer. Dann schwitzen wir automatisch. Wir wollen dann erfolgreich sein. Und gerade Skill-Based Matchmaking sorgt einfach dafür, dass man nicht so wirklich erfolgreich sein kann, weil es immer anstrengender wird. Schaut man sich an, was Activision mit COD Mobile bisher gut gemacht hat, gibt es wieder einen Punkt, den Warzone Mobile mit Sicherheit zu 100% so implementieren muss. Und zwar, dass entweder wir die gleiche Karte haben wie in Warzone, wie im Multiplayer, so dass man theoretisch die Chance hat, entweder gegen andere Smartphone-Spieler auf dem Handy zu spielen oder auf der gleichen Karte gegen andere Spieler mit Controller, Maus und sonstiges. In der Theorie wäre das witzig, aber jemand auf dem Smartphone hat gegen einen Maus- und Tastaturspieler oder einen Controllerspieler in der Regel absolut keine Chance. Es sei denn, man implementiert in das Smartphone-Game gewisse Hilfsmechaniken wie, keine Ahnung, besserer Aim Assist oder sonstiges, dass das Ganze sich ein bisschen ausgleicht. Unter normalen Umständen sollte es aber sein, dass die Warzone-Map auf der Mobile-Version genauso ist wie im realen, das heißt wie auf den Konsolen wie auf dem PC, nur dass wir unter normalen Umständen einfach PC gegen PC bzw. Crossplay und Smartphone-User gegen Smartphone-User spielen. Ein dritter ziemlich entscheidender Punkt bei dem Ganzen ist im Prinzip die Variabilität. Wir seit 15 Monaten haben wir die gleiche Warzone-Map und es wird langsam einfach langweilig und das sieht, glaube ich, jeder so, der ein bisschen Warzone spielt. Wir brauchen eine neue Map, wir brauchen neue Reize, die Engine in Warzone mit Modern Warfare und dann den Cold War Waffen, das ist alles so ein riesen Durcheinander, da geht auch schnell die Frustrationsgrenze hoch. Viele von euch schreiben in den Kommentaren, für mich ist Call of Duty mittlerweile einfach nur noch langweilig und genau das ist eigentlich das Ende von einer Franchise, wenn ein Großteil der Community auf den Social Media Plattformen sagt, es ist langweilig. Im Multiplayer kann ich das komplett verstehen, durch Skill-Based Matchmaking fühlt sich automatisch jede Runde gleich an. Jede Runde auf jeder Karte mit jeder Waffe fühlt sich immer gleich an. Und im Warzone ist dasselbe Problem. Skill-Based Matchmaking, Diamant-Lobbys, es gibt immer nur eine Waffe, die man spielen kann, wenn man irgendwie eine Chance haben möchte, die Runde zu gewinnen. Das ist schon seit Ewigkeiten in Warzone das Problem. Wenn ihr gewinnen wollt, habt ihr nur dieses eine Loadout. Das ist die DMR gewesen mit den Diamattis. Jetzt ist es die FFAR mit einer K dazu oder der MP5 oder den Diamattis. Es ist immer eine Meta und gerade bei Warzone Mobile sollte man es genauso wie bei PUBG machen, dass man da nicht nur verschiedene Waffen hat, die man eben immer wieder nutzen kann, sondern man sollte auch dafür sorgen, dass die Warzone Map immer wieder, wie auch immer sie dann heißt, verschiedene Modi bietet, so dass ihr entweder den klassischen Battle Royale spielen könnt oder neben dem Battle Royale die Möglichkeit habt, auch verschiedene Randmodi zu spielen. In Blackout hatten wir Alcatraz. Alcatraz war absolut beliebt bei der Community. Dieses Jahr haben wir etwas Ähnliches in Warzone gehabt, nur dass der neue, ich nenne ihn immer Alcatraz 2.0 Modus, eigentlich ein ziemlicher Flop war und dem wenigsten gefallen hat. Anreize schaffen. Anreize für den normalen Spieler, dass er immer weiter spielt. Und das tut man nicht, indem man Leute mit Skill-Based Matchmaking in Lobbys setzt, wo man sich
eigentlich vor Kopfschmerzen 20 Aspirin reinhauen muss, damit man überhaupt zum Loadout kommt, sondern viel, viel interessanter wird es, wenn die Leute für verschiedene Erfolge verschiedene Dinge bekommen. Und der League-Modus zum Beispiel ist ein absolutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Oder der neue Prestige-Modus in Cold War, der meiner Meinung nach grottenschlecht ist. Man kriegt nichts dafür, dass man Prestige. Man kriegt Prestige-Schlüssel, die man dann irgendwie 10 Jahre später nutzen kann, um sich ein Prestige-Symbol zu nehmen, was man haben möchte. Es gibt für das Prestige keinen wirklichen Bonus. Warum gibt es nicht, wenn man Prestige 3 schafft, eine richtig geile Blueprint-Variante? Und bei Prestige 5 gibt es dann 300 COD-Points dazu oder all solche Sachen. Das kostet alles nicht viel, sorgt aber dafür, dass man Lust hat zu grinden, immer mehr zu probieren, immer mehr zu tun. In PUBG Mobile ist es ähnlich. Ihr habt verschiedenste Boni, die ihr eben gewinnen könnt, wenn ihr den Modus gewinnt, wenn ihr so und so viel Kills macht, wenn ihr so eine Aufgabe, so eine Nebenquest erfüllt und. In Warzone Mobile sollte man es genauso machen. Man sollte dafür belohnt werden, das Spiel viel zu spielen. Aktuell ist es so, man wird nicht belohnt, sondern bestraft. Umso mehr ich Warzone oder Cold War spiele, umso besser werde ich automatisch. Umso besser ich werde, umso schlechter wird die Lobby. Die Lobby wird anstrengender, der Ping wird höher, dadurch, dass dieser Map-Pool oder dieser Spielerpool von Leuten, die mein Skill-Level haben, ja automatisch niedriger wird. Das Matchmaking sucht mir automatisch Spieler, die weiter weg sind, weil es nicht mehr so viele in der Nähe gibt und dieser Pool kleiner ist. Und je besser ich werde, desto schlechter werde ich eigentlich, desto deprimierter werde ich. Das ist ein Kreislauf, der dafür sorgt, dass viele Leute entweder Cold War schon deinstalliert haben oder es irgendwo auf der Festplatte versauert und es wird nicht mehr gespielt. Das heißt, all diese Punkte sollte Warzone Mobile unbedingt beachten. Bei PUBG Mobile gucken, ein bisschen bei COD Mobile, vielleicht ein bisschen bei den anderen Battle Royals. So, dass wenn man auf dem Smartphone Warzone Mobile wirklich spielen möchte, man wirklich Spaß daran hat. Und das wäre mein persönlicher Wunsch, denn aktuell muss ich euch sagen, Warzone ist für mich in der aktuellen Situation unspielbar. Wollt ihr die bestehenden Mobile Games aktuell probieren? COD Mobile und PUBG Mobile habe ich euch unten verlinkt. Könnt ihr gerne draufklicken, euch kostenlos runterladen, mal ein bisschen testen, ob es euch Spaß macht. Ich persönlich spiele mittlerweile COD Mobile und PUBG Mobile. Bestimmt 2-3 Mal die Woche für 1-2 Stunden. Einfach nur, weil es ein bisschen von diesem Call of Duty Kram, den wir hier auf den Konsolen haben, ein bisschen ablenkt. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus für heute. Haut rein!